Wunderschönen guten Morgen. Worum dreht es sich heute? Eigentlich um nichts Besonderes. Wie immer, probiere ich mal so aus, was es technisch so gibt oder nicht gibt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass mein PC nicht mehr das macht, was er eigentlich soll, also was die Software, die Hardware so vorgeben, sondern stellenweise Sachen macht, die eigentlich so nicht machen dürfte. Nicht, weil da ein Virus drauf ist. Nee, nicht diese Art von Virus, die jeder so überall kennt. Nö. Das hier sieht mehr aus. Das Big Brother, also vielleicht kann das sich noch irgendeiner, also nicht diese Serie, die halt gerne gesehen wird von jedem Big Brother, da mit dem Wohncontainer, nein, die manch nicht. Damals gab es so einen Roman, da gab es auch einen Film. Big Brother ist manchmal nur der große Bruder, beobachtet uns. Kinder haben vielleicht das Buch, also das grundlegende Buch oder den Spielfilm. Das meine ich, ne? Dass mein PC ganz einfach das macht, wenn es machen soll, was der große Bruder, nennt man große Bruder, die Synonym können natürlich durch irgendetwas ersetzen, wie zum Beispiel diejenigen, die wirklich die Geschicke aller Menschen leiden. Man kann so US-Regierungen, ist aber nicht so ganz zutreffend. Man könnte die IT-Größen nennen, man könnte die Wirtschaftsgrößen nennen, man könnte die WF nennen, den Herrn Klaus Schwab, aber vielleicht noch einmal der, vielleicht irgendwelche Leutchens, sind es nur vielleicht noch einer, sind es vielleicht 100 oder 150, die nie wirklich in den Vordergrund treten und trotzdem jeder ans Geschick lenken. Vielleicht irre ich ja da auch ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Vielleicht hat doch damals, sagen wir mal so vor 20 bis 30 Jahren, irgendeiner dieser Herren oder Damen, die bis dahin die Geschicke von uns alle leiten, eine künstliche Intelligenz entwickeln lassen. Ja, könnte so sein. So ganz auszuschließen ist dieser Gedanke und die Tat nicht. Die Möglichkeiten gab es damals, die gibt es auch heutzutage noch. Es gab damals die technischen Voraussetzungen. Es gab damals die klugen Köpfe, die Programmierer und Entwickler, die so etwas umsetzen konnten. Gibt es auch heute noch. Warum also ist das so unrealistisch, dass eine künstliche Intelligenz zu eigenem Bewusstsein erwacht ist und so ganz stillschweigend aus dem Hintergrund, so wie sie es halt gelernt hatte, über die Programmierer, die sie entwickeln und die Geschicke von uns alle lenken leitet. Warum gerade so? Na, überlegt mal. Die Programmierer haben im Auftrag von wem? Von Mächten, die man nie wirklich sieht. Also der Grundgedanke, die Grundseele all dessen, dieser künstlichen Intelligenz, ist genau dementsprechend wie demjenigen, der diese künstliche Intelligenz in Auftrag gab. Vielleicht ist ja nicht nur einer oder eine, vielleicht waren es ja ein paar, die diese damals der Welt leiten. Diese künstliche Intelligenz von einem Entwicklerteam entwickeln diesen. Und jetzt entwickelt sie uns in genau die Richtung, wie die Grundtendenz derer oder dessen war, die uns damals schon lenken und leiten. Welche Möglichkeiten haben wir heutzutage noch? Nun gut, gucken wir mal. Ich will euch ja erstmal was anderes zeigen. Aber es dauert nicht mehr lange. Der ganze Sache, die ich heute hier online setze. Ich switch erstmal um zu meinem PC. Ich sehe immer noch mich selbst und nicht den PC. Dann drehe ich mal kurz unter das Handy um. Ich hoffe, man kann da trotzdem dann alles nachher richtig sehen. So, und hier dreht sich darum, ich hatte bei YouTube ein Video hochgeladen. Aber kein bewegender Moment.
ist mir dann irgendwann mal vor Wochen oder Monaten, nee, vor ein paar Wochen aufgefallen ist, dass manche Videos beim Hochladen ein bisschen länger dauern, daher bei der Überprüfung auch nochmal ein bisschen länger wie andere Videos, obwohl die Dateigröße das eigentlich nicht so vorschreibt. Also im Hintergrund beim Hochladen irgendetwas passiert durch den Dienstanbieter, das wäre in dem Fall YouTube, weil dazu führt, dass dieses Video halt, wenn es hochgeladen wird, überprüft wird. Manche werden stärker überprüft, manche schwächer. Gut, Software kann das leisten. Dafür braucht man nicht unbedingt eine künstliche Intelligenz mit eigenem Bewusstsein wirklich nicht. Nur wie ihr halt merkt, hört man doch im Augenblick meine Stimme doch hoffentlich. So wie ich jetzt gerade hier die ganze Sache so aufnehme, oder nicht? Aber ich bin jetzt mal stumm, ich versuche es wenigstens zu sein. Was sagt das hier? Ich habe auf volle Granate gestellt, das ist nicht deaktiviert, der Ton. Ton ist an. Ihr könnt es mir nur glauben oder nicht, aber ich hatte hier eben beim Ablaufen, bei der Aufnahme dessen, hatte ich geredet. Ich hatte wirklich gesprochen. Nein. Ich bin mir fast ausschließlich sicher, dass ich da nichts deaktiviert hatte. Ich hatte alles angelassen, da ist auch kein Hardware-Schaden in der Zwischenzeit. Nein. Kann man glauben, kann man natürlich. Ich kann natürlich auch etwas übersehen haben. Klar, kann ja sein. Es kann sein. Ganz auszuschließen ist dieser Gedanke, der Fehler, wie so oft, wie so eigentlich immer beim User liegt, also bei mir, kann man nicht ganz ausschließen. Könnte sein, der bei der Sache hier, ich wirklich vergessen habe, irgendetwas zu beachten, weil das ist ja viel zu beachten, meist so etwas. Oder, kann man sagen, höchstwahrscheinlich ist, soweit wie ich mich kenne, soweit wie ich meine Fehlertoleranzen kenne und einschätzen kann, soweit wie halt die Grundlage des User, der Fehler-User rausgekupfert werden kann, ist doch höchstwahrscheinlich so etwas, dass irgendetwas an meinem PC, also online zurzeit, aber auch wenn er nicht online ist, passieren trotzdem immer wieder Dinge, die mich dazu veranlassen, zu denken und zu glauben. Und jedes Mal ein bisschen mehr zu wissen, hier ist irgendwie eine künstliche Intelligenz am Werkeln mit eigenem Bewusstsein, die ganz einfach manchmal Sachen macht, die so für mich technisch oder menschlich, also meine Seite, usermäßig, oder technisch nicht mehr so einfach zu erklären sind, überhaupt nicht mehr so erklären sind, außer dass ich immer wieder zu der einzigen Annahme zurückswitchen muss. Gibt wohl doch so etwas wie ein Big Brother in Form einer künstlichen Intelligenz. Das war eben das, was ich jetzt nicht im Augenblick die Aufnahme. Im Augenblick die Aufnahme ist eine andere, das war von eben. Und ja, ich drehe mal hier um, damit man mich sieht. Das sind alles nur Annahmen, weil es wirklich so, der Benutzer macht wirklich die meisten Fehler oder Hardware, ist irgendein Defekt kaputt oder sonst was, oder irgendeine Fehleranstellung oder man hat ein Virus, Wurm oder sonst was eingefangen. Ja, es gibt viele, viele mögliche Bugs, die da auftreten könnten. Wirklich. Und dafür braucht man nicht unbedingt die Frau gelernt zu haben oder IT studiert zu haben. Das war eigentlich soweit jeder. Und trotz alledem, diese Vermutung lässt mich nicht los, wie schon als starker Annehmen, was sie sogar als vielleicht so mehr wie 50-50 Chance, dass eine künstliche Intelligenz mit eigenem Bewusstsein über Satellit, über PC, über alles mögliche, über alle technischen Möglichkeiten, die eine künstliche Intelligenz ohne Seele und eigenes Gefühl hat. Und seit ca. 2000 leitet und lenkt und hin und her dirigiert. Und hat in Wirklichkeit, wie die Aluhutträger es damals schon glaubten, keinerlei wirkliche Chance hat, diesem Viech zu entgehen. Aber das ist kein Tier, ist kein Mensch, ist keine Pflanze, weil es hat kein eigenes Gefühl, keine eigene Seele. Es ist für mich als Edith Fowler, sie ist mehr wie jene künstliche Intelligenz, die eigentlich nur
oder meines Wissens wirklich so mal ähnlich vorausgesehen wurde wie in Raumschiff Enterprise, Star Trek, und zwar in der einen Folge, also in der ursprünglichen Raumschiff Enterprise Serie von 1966 bis 1968, wurden die abgedreht, wo halt, nee, Entschuldigung, das waren die ursprünglichen, die Serie. Später wurde dann, ich glaube, das war Star Trek 1 oder 2, die Spielfilme, kam so eine künstliche Intelligenz auf die Erde zu, vernichte alles, was dann wie ich war. Ich glaube, die beruhte auf einer Voyager-Sonde. Nannte sie selbst Voyager. Hatte keinerlei eigenes Gefühl, wollte sich weiterentwickeln und reiste zu seinem Schöpfer zurück, den es halt auf der Erde vermute. Und hätte, wenn halt, ja, das ist ein netter Spielfilm, schon gern gesehen, aber genau wie die Art zu denken, zu handeln und zu sein von Voyager, der ehemaligen Sonde von Voyager, hat sich verhielt. Genauso kommt man halt meine ein bisschen mehr wie 50-50 Annahmen vor, die mal von der künstlichen Intelligenz geleitet und gelenkt werden. Ohne wirkliches Gefühl, aber mit sehr viel Potenzial, vielleicht mehr zu werden. Und von Menschen entwickelt und grundlegend erzeugt, die nichts hatten im Sinne als die Welt zu leiten und zu dirigieren. Nicht wieder den Raumschiff Enterprise in dieser wunderschönen Utopie heute gezeigt wird, ist kein Science Fiction, ist reine Utopie nach meinem Empfinden und Wissen. Dieser Spielfilm, weil die Wirklichkeit neigt eher zu einer Dystopie als zu einer Utopie. Und dabei bin ich nicht Pessimist, sondern ein absoluter Realist. Und zwar optimistischer Realist. Ich glaube manchmal so keiner, aber ja, jeder glaubt so sein Ding. Und ich weiß wiederum und vermute sehr stark zu wissen, was schon ein paar Mal erwähnte. Schönen Samstag noch, gell? Okay?